Hä? Warum hat denn deine 701 gar keine Lampe? Ja, und warum hast du jetzt das gleiche Motorrad nochmal gekauft? Leute, ich kann die Fragen nicht mehr hören. Wir machen heute ein Video. Was unterscheidet die FS450 von der 701? Ich kann euch sagen, es wird ein langes Video. Ich muss mir eine Liste machen, weil es so viele Unterschiede sind. Wir fangen an, ist doch einfach das Gewicht. Dieses Motorrad, so wie es hier steht, wiegt 102, ja, nicht ganz. Dieses Motorrad wiegt leer 102 Kilogramm. Die 701 wiegt leer 147 Kilogramm. Das heißt, es ist ein Gewichtsunterschied schon mal von 45 Kilogramm. Den spürt man auch. Wie kommt der zustande? Die FS450 hat direkt aus der Kiste keinerlei STVO-Teile dran, sag ich mal. Man sieht, es sind keine Spiegel, es ist keine Lampe dran, es sind keine Reflektoren dran, es gibt keinerlei Abgasreinigungs-Cut-Zeug, glaube ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Auspuff sehr klein und sehr leicht. Und all das unter anderem trägt zu diesem großen Gewichtsunterschied bei. Die FS450 hat von Hause aus eine Lithium-Batterie oder wie man das nennt, der Mann hinter der Kamera weiß es besser. Auf jeden Fall so eine leichtere, modernere Batterie. Die FS450 hat einen völlig anderen Rahmenaufbau. Die hat nämlich ja quasi noch so einen, kein Straßenrahmen, sondern eher so einen Enduro-Rahmen, würde ich jetzt mal als Laie sagen. Man sieht es ganz gut hier unten, hier sind diese Unterzüge. Die gibt es bei der 701 überhaupt nicht. Die 701 hat hier oben diesen Gitterrahmen und dann den Motor eben, der da drin hängt. Bei der FS450 verläuft der Rahmen hier unten und man hat oben, glaube ich, so etwas, was man Zentralrohr nennt. Bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es ein völlig anderer Rahmen und der sieht viel mehr nach Offroad aus als nach Straße. Der Tank ist bei der FS450 deutlich kleiner. Der Tank fasst nur 7 Liter, bei der 701 sind es 13 Liter und die Konstruktion ist auch anders. Bei der FS450 ist der Tank hier vorne, ich sag mal so klassische Motorradbauweise vorne. Bei der 701 ist der Tank im Heck. Das Heck von der FS450 hat aber auch eine Besonderheit. Und zwar ist das ein Verbundmaterial, das heißt, dass also laienhaft würde man sagen, es ist ein Carbon-Heck. Ja, das stimmt natürlich nicht ganz, das ist ein Carbon und Kunststoff, aber es ist auf jeden Fall eine unheimlich leichte Konstruktion, was auch wieder zu dem niedrigen Gewicht beiträgt. Aber dann habe ich gerade schon so ein bisschen dieses Thema angesprochen, Straßenmotorrad versus ehemaliges Offroad-Motorrad. Die FS450 hat deutlich längere Federwege als die 701, also vorne und hinten. Ich habe ehrlich gesagt die genauen Werte mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, weil sie so belanglos sind, aber es sind glaube ich vorne und hinten irgendwie 3-4 cm mehr, die die FS450 da an Federweg mitbringt und deswegen hat die FS450 auch deutlich mehr Bodenfreiheit. Also die FS450 kann man relativ gut auf diese ganzen Hubständer stellen. Bei der 701 will man das immer machen, weil das unheimlich cool aussieht für Instagram, aber eigentlich gibt es keine Hubständer, die unter der 701 passen. Upside-Down-Gabel 701? Upside-Down-Gabel hat die 701 auch, aber Gabel ist ein gutes Stichwort, weil die FS450 eine Luftgabel hat. Also bei der FS450 ist es so, dieses Bein ist für die Dämpfungsarbeit zuständig, da ist irgendwie Öl und Ventile drin. Und das andere Bein ist für die Federarbeit zuständig, da ist Luft drin. Da kriegt man so eine kleine Luftpumpe mit. Ich glaube, wir haben schon so viele Videos dazu gemacht, dass ich die jetzt nicht nochmal zeige. Da sind irgendwie so ungefähr 10 Bar auf dieser Gabel drauf und das trägt natürlich auch zu dem niedrigen Gewicht bei. Ja, genau. Wobei man sagen muss, dass so, wenn man so in Foren guckt, gibt es einige Leute, die mit dieser Luftgabel nicht so zufrieden sind und die dann wieder auf ja, ein konventionelles System, da gibt es irgendwie so ein Öhlins-Cartridge, was man da reinmachen kann, ich kenne mich da nicht so richtig aus, aber da gibt es einige, die das wieder umbauen und das Motorrad dann wieder schwerer machen, weil das eine bessere Gabel ist, das sozusagen wert. Aber jetzt haben wir ganz viel irgendwelchen Quatsch aus irgendwelchen technischen Datenblättern zitiert. Was merkt man denn jetzt, wenn man das Ding fährt? Das allererste, was man mal merkt, ist, die FS450 hat kein ABS. Also da kann man reingreifen und dann blockiert es auch tatsächlich. Anders als bei der 701, ja, da kann man es abschalten und dann gibt es irgendwie so einen Supermoto-Modus, bla bla bla. Die FS450 hat einfach kein ABS. Das trägt dann auch wieder zum Thema Gewicht bei. Bremsen ansonsten sind aber, glaube ich,
gar nicht so anders als bei der 701. Also die Scheiben, die sind etwas kleiner, die sind glaube ich vorne und hinten einen Zentimeter kleiner. Und sie haben halt diese Waveform, wo ich nicht weiß, ob die wirklich irgendwas bringt, aber sie sieht natürlich total cool aus. Ansonsten ist es vorne und hinten Brembo. Kann sein, dass es irgendwie noch ein etwas besseres System ist. Achso, gut, was man sagen muss, die FS450 hat meiner Meinung nach eine sogenannte Radialpumpe, also wo man mit dem Hebel quasi direkt den Kolben betätigt. Im Gegensatz zur 701, wo da noch irgendwie so eine Umlenkung drin ist. Ehrlich gesagt, ich merke da keinen großen Unterschied, aber es gibt Leute, die darauf schwören, dass das total gut ist. Nächster Unterschied, den man tatsächlich auch beim Fahren spürt, ist die Elektronik. Ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen mit meiner 701, die war ja ein 2018er Baujahr. Ich glaube mittlerweile in den neueren Modellen hat Husqvarna da auch ein bisschen nachgerüstet. Aber im Vergleich, meine FS450, meine 701, ist es so, dass die FS450 tatsächlich die ausgefeilte Elektronik hat. Also die hat so ein zweistufiges Mapping, wo man die Gasannahme verstellen kann, wo ich original in meinem Leben noch nie drauf gedrückt habe. Sie hat eine Traktionskontrolle, das heißt, wenn der Hinterreifen durchdreht, dann würde sie das irgendwie einregeln. Kann sein, dass das funktioniert, ich habe es noch nie erlebt, aber man hat ja auch meistens keine Zeit, hier hinzugucken. Und sie hat eine Launch Control für den Rennstart. Auch die habe ich noch nie ausprobiert, aber dazu kommt auf jeden Fall noch ein eigenes Video. Und ich glaube, und nochmal zur 701 zurück, die neueren Modelle haben, glaube ich, auch dieses Mapping, die haben auch die Traktionskontrolle. Sie haben meines Wissens nach nicht die Launch Control. Und sie haben den Schaltautomaten, den die FS450 nicht hat. Okay, also irgendwie so ein Unentschieden oder so. Aber nicht das gleiche Motorrad. Wenn man dann fährt, die FS450 ist deutlich kürzer übersetzt als die 701. Das merkt man sofort. Das ist halt, ja, also es ist, glaube ich, trotzdem noch eine längere Übersetzung als die Offroad-Maschine, die es ja auch gibt von Husqvarna. Aber sie ist sehr, sehr kurz übersetzt und sie hat auch nur 5 Gänge. Im Gegensatz zur 701, ne, die hat 6 Gänge und ja, eben eine längere Übersetzung, mit der man auch Touren fahren kann. Nochmal Thema Getriebe. Die Kupplung sollte man auch mal ansprechen. Also die 701 und die FS450 haben beide eine Anti-Hopping-Kupplung. Das heißt, wenn ihr schnell runterschaltet und das Hinterrad dann sozusagen blockieren würde, dann gibt die Kupplung so ein bisschen nach und ja, sorgt sozusagen dafür, dass das Hinterrad nicht ausbricht oder blockiert. Das ist übrigens auch, glaube ich, die Grundvoraussetzung für richtig schöne Supermoto-Drifts. Aber die Marken sind wieder ein bisschen anders. Also ich glaube, bei der FS450 ist es halt wirklich eine Suta Anti-Hopping-Kupplung. Das ist, glaube ich, eine sehr bekannte Marke. Die Armatur ist auch hydraulisch, genau wie bei der 701. Die Armatur ist hier eben von Magura, made in Germany. Ja, kann sein, dass das bei der 701 nicht so ist, aber vom Fahrgefühl her ist es absolut vergleichbar. Jetzt tasten wir uns so ganz langsam ran. Wir haben jetzt schon über das Getriebe geredet, über die Elektronik. Was ist denn jetzt mit dem Motor? Weil der ist ja auf jeden Fall auch anders. Ne? Wir haben in der 701 ja irgendwie was 690 Kubik. Hier sind es tatsächlich, wie der Name sagt, genau 450 Kubik. Und der Motor ist wirklich anders. Also man merkt ihm schon an, dass er weniger Hubraum hat, dass er vielleicht nicht ganz so diesen Nachdruck hat, den eine 701 hat. Und er ist halt unheimlich unruhig und vibrationsstark. Also als ich das erste Mal damit gefahren bin, so von der 701 umgestiegen auf die FS450, da dachte ich so, okay, ist ja gar nicht so geil. So. Und das ist auch, man merkt es auch, wenn man jetzt, ne, wir sind hier an der Rennstrecke, wenn man jetzt hier irgendwie so im zweiten, dritten Gang konstant gleichmäßige Geschwindigkeit durch die Boxengasse fährt, ist einfach total unangenehm. Es schaukelt und schüttelt und alles wackelt. Heißt für mich, der Motor will immer unter Zug gefahren werden. Solange du da richtig Druck drauf gibst und immer am Beschleunigen bist, ist der Motor richtig geil, hat Power, leider unheimlich laut, aber ein super Aggregat. Achso, ne, Datenblatt, ich glaube, die 701 hat 75 PS oder so. Für den Motor macht Husqvarna, glaube ich, gar keine offizielle Angabe. Es ist irgendwie sowas um 60, 62, vielleicht 65, irgendwie so, aber ist nicht ganz so eine fixe Angabe wie bei der 701, glaube ich. Diesen ultra geilen Motor, den erkauft man sich natürlich auch so ein bisschen mit der Wartung. Das ist ja immer das,
wovor die Leute ganz große Angst haben. Das ist auch nach wie vor absoluter Blödsinn, so ein Motorrad auf der Straße zu fahren. Da wird man sicher nicht glücklich. Bei der 701 alle 10.000 Kilometer im Service total entspannt. Bei dem Motorrad geht es gar nicht nach Kilometern, sondern man misst es in Betriebsstunden. Und da ist es so, dass man alle, genau, wir können auch mal den Betriebsstundenzähler hier zeigen. Wir haben jetzt 4,2 Stunden runter. Ja, und hier ist es so, dass man alle 10 Stunden muss man einen Ölwechsel machen und muss auch die Ventile kontrollieren und gegebenenfalls einstellen. Was man sagen muss, ist, das ist halt wirklich ein Wettbewerbsmotorrad und es ist extrem wartungsfreundlich aufgebaut. Also man hat irgendwie, glaube ich, insgesamt 3 oder 4 Schrauben, bis man schon am Ventildeckel ist. Man zieht irgendwie hier die Verkleidung ab, macht die Sitzbank lose, macht das Seitenteil ab und dann kann man die beiden Flügel hier wegnehmen und dann ist man quasi schon am Motor. Das ist natürlich auch nicht ganz zu vergleichen mit einer 701, wo ich halt einfach unheimlich viele andere Bauteile da noch habe, die so eine Arbeit noch deutlich aufwendiger machen. Was man auch auf jeden Fall ansprechen muss, das sieht man aber auch schon auf Bildern, glaube ich, manchmal, die Räder sind auch anders. Also erstmal, ne, wieder Datenblatt, die Felgen sind von Alpina, die 701 Felgen sind von irgendeiner anderen Marke, die ich nicht kenne, aber keine Ahnung. Die Reifen sind auf jeden Fall anders, das könnt ihr jetzt hier nicht so gut sehen, weil wir gerade die Reifenwärmer drauf haben, aber das sind Slick-Reifen, das heißt, das sind Rennreifen, die haben kein Profil, die müssen vorgewärmt werden, bevor ihr die fahrt. Und letzter Punkt, die Vorderradgröße ist auch anders. Die FS450 hat nämlich nur ein 16,5 Zoll Vorderrad. Die 701 hat ein 17 Zoll Vorderrad und ich glaube, das ist so ein bisschen auch so ein, ja, wieder so ein Foren- und Diskussionsthema. Also es gibt Leute, die schwören auf diese 16,5er Größe, weil sie sagen, das macht das Motorrad viel handlicher, gerade in engen Kurven. Dass das Motorrad handlich ist, stimmt auf jeden Fall, das kann ich bestätigen. Ob das jetzt am 16,5 Zoll Vorderrad liegt oder ob das mit dem 17 Zoll Vorderrad auch genauso wäre, keine Ahnung. Alles Wichtige ist gesagt, aber das Video muss noch ein bisschen länger werden, deswegen, es gibt natürlich auch noch zahlreiche Kleinigkeiten, ne, die wir jetzt nicht erwähnt haben. So, die Handschützer sind irgendwie anders bei der FS450, die sind halt wirklich hier bis außen mit Plastik. Bei der 701 habt ihr hier dieses Metall, was schön aussieht, bis es dann seinen eigentlichen Zweck als Handschützer erfüllt, weil es nämlich total schnell verschleißt. Die Fußrasten sind anders, ja, hier sind keine Gummieinsätze, die sind aus Metall. Die Hebel hier, da ist auch kein Gummi dran, das ist alles sehr robust. Ja. Wo sind die Sozius-Rasten? Dass es keine STVO-Teile gibt, habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt. Und außerdem hatte meine 701 auch nie Sozius-Rasten. Aber man könnte hier auch keine ranmachen, das stimmt. Und wahrscheinlich kann man sich auch nicht zu zweit auf dieses kostbare Carbon-Ding setzen. Wahrscheinlich. So, ich hoffe inständig, dass damit jetzt alle Unklarheiten und alle Verwechslungen zwischen 701 und FS450 beseitigt sind. Ich hoffe, ihr habt gesehen, dass das Motorrad zwar ähnlich aussieht, aber ein völlig anderes Fahrzeug ist. Und mich würde vor allem interessieren, ob ihr jetzt auch Bock bekommen habt, mal so eine FS450 zu fahren. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr von dem Bike haltet.